So, hallo zusammen, hier ist wieder Andy vom eKiwi-Blog, heute mit einem Hardware-Review, und zwar den eMeet Office Core M2 Bluetooth-Konferenzlautsprecher. Wie ihr es hier schon, das ist so eine Art UFO für Videokonferenzen, Telefonkonferenzen, idealerweise, wo mehrere Leute dran teilnehmen, die zum Beispiel an einem Tisch drum verteilt sind. Er funktioniert aber auch ganz gut, wenn ich jetzt einfach nur freisprechen möchte mit dem Telefon oder auch für Zoom-Calls, Microsoft Teams, Skype und diese ganzen Sachen. Das werden wir uns jetzt mal genauer anschauen. Preislich nicht ganz günstig. 150 bis 180 Euro muss man dafür rechnen. Ist jetzt also eher was für den professionellen Anwender. Schauen wir uns an. Legen wir los. Ja, hier haben wir mal den Lieferumfang. Alles kommt in dieser wunderschönen Verpackung hier. Habe ich jetzt hier auch schon mal ausgepackt. Hier in der Mitte der eMeet. Der ist ungefähr so groß, ja, so, na, wie sagt man da, so Handteller, Handflächen groß. Also ein bisschen kleiner wie jetzt hier meine Hand. Ja, er ist rund, er ist klein, er ist kompakt. Von der Verarbeitung her, ja, sehr solide, ein bisschen schwer, wirkt durchaus wertig und ja, den stellt man dann so auf den Tisch und hier oben hat man dann eben die Bedienelemente, da kommen wir dann gleich noch drauf. Ja, hier haben wir dann die Hülle bzw. eine kleine Tasche für unterwegs, finde ich sehr, sehr gut. Kann man einfach hier reintun, dann ist das Ding sicher verstaut und dann kann ich das dann so in den Rucksack packen. Ja, ansonsten haben wir noch mit dabei zwei Kabel. Einmal ein Klinkenkabel, um einen externen Lautsprecher noch anzuschließen. Oder man kann die auch zwei miteinander verbinden. Das geht dann ebenfalls. Und ein Ladekabel bzw. ein Anschlusskabel USB-C. Also normaler USB-Anschluss auf USB-C, weil das Ding hier wird mit USB-C geladen. Das ist schon mal sehr, sehr gut, weil dann kann ich dieses Kabel nämlich daheim im Prinzip vergessen, weil ein USB-C-Ladekabel habe ich eh immer dabei für mein Handy. Dann haben wir noch einen kleinen USB-Dongle mit dabei. Der ist auch automatisch hier auf dieses Ding sozusagen schon getrimmt. Das schauen wir uns nachher an. Wenn ich das Ding einstecke, verbindet der sich automatisch mit diesem Gerät. Ist ideal für so Umgebungen, wo ich nicht noch irgendwie was konfigurieren will oder muss. Ja, zwei Anleitungen. Einmal hier die Anleitung für dieses Ding hier und dann einmal noch für den Kriegsstart, für den Audioadapter. Dann, ja gut, der Vollständigkeit halber hier noch zweimal so Garantiekarten. Und das war's dann im Prinzip. Die Anleitung, die ist tatsächlich durchaus hilfreich, wie ich finde, weil hier ist alles ganz kurz mal so beschrieben, für was welche Taste sozusagen da ist. Da hat man ganz schnell einen Überblick. Gut, schalten wir das Ding mal ein. Da bleibt man einfach lange hier drauf auf dem Einschalter. Dann sieht man jetzt hier die LED-Leiste hier drumherum, die dann sozusagen zeigt, wie, ja, dass das Ding halt eingeschalten ist. Man kann die Lautstärke hier regeln. Auch hier kommt dieser LED-Ring dann zum Einsatz. Man sieht dann hier, dass dann das hoch und runter geht. Man kann in der Mitte das Ding auf stumm schalten, das Mikrofon aus, dann wird hier alles drumherum rot. Hier oben haben wir eine Taste für die Geräuschunterdrückung, die Umgebungsgeräuschunterdrückung. Ja, und ja, wenn ich nochmal drauf drücke, dann wird sozusagen das Mikro wieder aktiv. Man sieht hier oben so leichte Fingerabdrücke, die zieht das Ding hier oben, also in dem Bereich hier, durchaus an. Ich habe eine Telefontaste, kann dann auch Telefonanrufe hier initiieren oder auch abweisen und solche Geschichten. Ich kann eben auch eine Bluetooth-Verbindung dann, Bluetooth-Pairing-Modus dann wieder aktivieren. Jetzt blinkt hier noch so ein LED, die gibt auch noch so kleine Statusinformationen aus, zum Beispiel wenn es lädt oder jetzt hier, dass ich jetzt eben mit keinem Gerät verbunden bin, aber das Ganze jetzt machen könnte. Ja, dann stellen wir mal die Verbindung her. Man sieht jetzt hier, der ist jetzt hier im Wartemodus, er blinkt und dann kann ich hier an meinem PC dann hier, ich bin schon gekoppelt, auf Verbinden gehen. Man sieht, ich bin verbunden, Stimme, Musik etc. 80% Ladezustand wird angezeigt. Er hat jetzt hier auch so ein bisschen einen kleinen Ton gespielt und man sieht jetzt hier die LED in der Richtung jetzt hier an, wo ich jetzt hier sitze, weil er zeigt dann an, wo er dann sozusagen den Ton sozusagen herkommt, welches Mikrofon er dann da verwendet. Würde ich sagen, braucht man nicht unbedingt, ist aber ein ganz nettes Feature. Skype und Co. kann man dann einfach das Mikrofon auswählen, den eMeet 2 bzw. den Lautsprecher und dann würde Ton und Mikrofon eben über das Gerät dann hier erfolgen. Das heißt, es ist dadurch im Prinzip kompatibel mit allen Programmen. Man muss nur das entsprechende Gerät dann auswählen.
Die Verbindung, die klappt natürlich auch mit dem Smartphone. Das heißt, dieses Bluetooth-fähige Endgerät kann dann im Prinzip mit dem Ding jetzt hier auch verbunden werden. Es kann immer nur ein Gerät gleichzeitig verbunden sein. Und wenn ich jetzt eine Verbindung zum Beispiel jetzt von meinem Computer machen will, dann muss ich jetzt hier die Verbindung trennen. Und dann kann ich mich mit dem dann hier erneut verbinden. Und was ich ebenfalls machen kann für eine schnelle Verbindung, ist diesen USB-Dongle hier verwenden. Der ist nämlich schon direkt mit dem Gerät jetzt hier gepairt und verbunden. Das muss ich einfach nur hier anstecken. Und dann werden wir gleich sehen hier, dass der sich dann hier verbindet. Man hört es an dem Geräusch. LED geht an. Dann bin ich hier automatisch dann schon verbunden. Das ist ganz praktisch, denke ich, für so Besprechungsräume und Rechner, wo ich nicht noch irgendwas konfigurieren will, wo ich einfach nur das anstecken will, möglichst gleich loslegen, ohne dass es da irgendwelche technischen Probleme gibt. Damit sind wir noch nicht am Ende der Verbindungsmöglichkeiten, weil ich kann auch mich mit USB-C, also ein ganz normales USB-C-Kabel hier verwenden. Dann mache ich hier mal diese Wartungsklappe auf, dass wir die auch mal sehen und kann dann hier die verschiedenen Anschlüsse noch sehen. Hier ist der USB-C, Ladeanschluss und Verbindungsanschluss. Auch dann verbindet der sich mit dem Computer, ist jetzt hier verbunden und eingerichtet und kann ihn dann hier verwenden und hat dann eben auch den Vorteil, dass er dann hier auch gleich lädt. Ja, hier habe ich noch weitere Anschlüsse. Das hier ist eine Art Diebstahlschutz und dann haben wir hier noch In- und Out-Anschlüsse. Das heißt, wir können jetzt hier, wenn wir ein bisschen mehr Bums haben wollen, statt diesen kleinen Lautsprechern integrierten, können wir hier auch mit dem mitgelieferten Klinkenkabel dann noch eine größere Lautsprecherbox hier anschließen oder wir können jetzt hier noch einen zweiten anschließen. Man kann also zwei hier sozusagen zusammenschließen und dann den einen hier hinstellen zum Beispiel und den anderen da drüben. Die sind dann sozusagen gedaisy-chained, das heißt, die arbeiten dann zusammen. Das macht man über In- und Out-Anschlüsse. Also viele Möglichkeiten, sich da zu verbinden. Okay, dann machen wir mal einen kleinen Audiotest. Das ist jetzt das, was das Ding jetzt hier aufnimmt. Ich habe es jetzt einfach mal dahingestellt auf den Tisch und man sieht, dass er sozusagen hier die LEDs anmacht, immer aus der Richtung, wo derjenige quasi spricht, wo er jetzt gerade aufnimmt. Hier ringsherum sind ja die Mikrofone verteilt, 4 Stück so an jeder Ecke und sozusagen, wo er jetzt gerade aus welcher Richtung er hört, das zeigt er dann im Prinzip an. Ich kann ja mal jetzt hier rumgehen. Und dann wird man gleich sehen, dass die LEDs dann hier rüber wechseln. Also es ist halt darauf optimiert, dass er möglichst aus allen Richtungen jetzt hier etwas aufnehmen kann, egal wo jetzt die Leute sitzen. Also die können dann wirklich drumherum sitzen. Und ja, man kann auch weiter weggehen. Dann versteht er einen trotzdem noch. Und dann kann man den einfach dann sozusagen auf den Schreibtisch oder Konferenztisch irgendwo hinstellen. Man kann jederzeit stumm schalten. Und dann eben auch wieder anschalten. Das ist ebenfalls eine ganz nette Funktion. Und dann eben hier auch lauter, leiser und solche Sachen. Also die Lautstärke von dem Ding. Also hier kommt ja dann auch der Ton dann raus. Qualitätsmäßig ist es halt auch sprachoptimiert. Ich habe auch mal Musik drauf gespielt. Ja, dafür ist es im Prinzip nicht geeignet. Es ist wirklich so für Sprache und Videokonferenzen, dass da wirklich das, was Gesagte dann rüberkommt. Okay, haben wir uns das Ding mal angeschaut. Hier noch ein kleines Fazit. Ich habe den jetzt schon eine ganze Weile im Einsatz und muss sagen, ich verwende den inzwischen sehr, sehr gerne. Besonders für so Videokonferenzen, zum Beispiel jetzt hier im Homeoffice oder eben auch in der Firma in Verbindung mit Microsoft Teams. Ich kann da schnell mein Notebook mit verbinden über Bluetooth und dann das Ding einfach auf den Tisch stellen und dann einfach losreden. Ist auch ganz nett, wenn mehrere Leute in einem Büro sind und an der gleichen Videokonferenz teilnehmen, dann stellt man das Ding einfach in die Mitte. Die hören dann alle den Ton synchron und auch die Mikrofonqualität passt dann auch, beziehungsweise werden dann beide aufgenommen. Das ist ja mal ein bisschen schwierig, wenn jeder vor seinem Laptop sitzt. Sprachqualität habe ich mir jetzt aber öfters sagen lassen. Ich habe immer so ein bisschen Feedback eingeholt nach so einer Videokonferenz. Wurde mir gesagt, passt sehr, sehr gut. Und auf meiner Seite finde ich auch sehr gut die Tonqualität. Es ist laut genug, man versteht alles, also ist ein ziemlich nettes Teil. Auch, dass ich das universell halt verbinden kann über USB, ich kann mich mit Bluetooth verbinden, ich habe den Dongle. Das ist alles schon sehr, sehr nett und da kann ich das einfach dann für verschiedene Szenarien nehmen. Gerade auch mit diesem kleinen Täschchen packe ich es bei mir in den Rucksack und habe das dann sozusagen dabei. Ich kann das dann entweder mit Kabel gebunden verwenden mit USB oder eben kabellos mit dem integrierten Akku. Und wenn ich dann sozusagen auch mal mich stumm schalten will, einfach die Tasten, die Bedienung ist da ebenfalls sehr, sehr nett. Ist nicht ganz billig, klar, um die 150, 180 Euro hatte ich schon gesagt, ist damit jetzt eher was für den professionelleren Einsatz. Wer jetzt bloß gelegentlich so eine Videokonferenz macht, für den wird das sicherlich
nicht sein. Ansonsten kann ich das durchaus empfehlen. Was ich leider nicht testen konnte, war diese Verbindung von zwei Geräten, die man dann sozusagen miteinander verbinden kann, wenn man einen größeren Besprechungsraum hat, dass man da auf dem Tisch sozusagen zwei Dinger da drauf macht. Das ist ebenfalls eine nette Funktion, die konnte ich allerdings nicht testen. Also, kann ich empfehlen, das Ding? Könnt ihr euch ja mal anschauen. Ich packe auch einen Link unten mit rein. Da gibt es noch einen Blogartikel mit mehr Fotos. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Euer Andy vom EQB-Blog.